Hinter mir steht der neue BMW M2. Fangen wir an mit dem Wichtigsten. Wie klingt ein Sechszylinder mit 460 PS? In diesem Fall hat er 460 PS und 550 Newtonmeter Drehmoment. Es fällt auch auf, dass der Motorraum nicht so aussieht wie beim M240i, sondern eigentlich viel mehr wie beim M4. Die Verstrebungen sind natürlich da. Es gibt auch Verstrebungen an der Unterseite der Karosserie, um das Auto insgesamt verwindungssteifer zu machen. Es gibt ihn mit einem Handschaltgetriebe und mit der Automatik. Das Gewicht sind 1700 Kilo mit Handschalter und 1725 mit Automatik. Und das klingt viel, weil es das auch ist zum Vergleich. Der M240 mit X-Drive und Automatik wiegt 1690 Kilo. Das Zusatzgewicht kommt dadurch zustande, dass dieses Auto insgesamt verwindungssteifer ist. Obwohl es ihn nur mit Hinterradantrieb gibt. Zumindest im Moment. Ob eine Allradversion kommen wird, wollte man mir noch nicht richtig sagen. Vielleicht dauert das noch ein paar Jahre. Mit Automatikgetriebe geht es in 4,1 Sekunden von 0 auf 100, mit dem manuellen Schaltgetriebe in 4,3. Die Höchstgeschwindigkeit sind 250 km/h, aber wenn man das M-Drivers Package nimmt, ist erst bei 285 Schluss. Das ist vergleichbar mit M3, M4, aber nicht ganz so schnell wie der M5, bei dem bei 305 abgeregelt wird. Beziehungsweise wird er überhaupt noch abgeregelt, wenn man das M-Drivers Package hat? Er fährt auf jeden Fall offiziell nicht schneller als 305. Die Karosserie ist deutlich geschwollener und aggressiver als beim M240i und schon deutlich aggressiver als beim normalen Zweier. Sie ist aber auch größer und breiter als beim M2. Wir sind hier insgesamt 4 cm breiter, 1 cm niedriger und 11,4 cm länger als der Vorgänger M2. Das Auto ist also schon ziemlich massiv geworden. Kann man fast nicht mehr von einem Zweier sprechen, geht schon in die Dreierdimension. Für 2600 Euro extra bekommt man zum ersten Mal bei einem Nicht-Sondermodell M2 ein Carbondach. Der Rest, also Motorhaube und Heckklappe, ist aber nicht aus Carbon. Die Räder sind 19 Zoll vorne, 20 Zoll hinten, 2,75 vorne, 2,85 hinten. Um das nicht ganz so geringe Gewicht zu stoppen, haben wir hier 380 mm Bremsscheiben vorne und 370 mm hinten. Persönliche Meinung? Das gefällt mir sehr viel besser als beim M4 mit seinen Hamsterzähnen. Definitiv eleganter. Beim Fahrwerk sieht es auch wieder ein bisschen anders aus als beim M240i. Der M240i ist schon gut gefahren, aber er war doch spürbar weich. Deswegen gibt es jetzt hier das Fahrwerk aus dem M4 adaptiv, was das ganze Ding wahrscheinlich, ohne dass ich es jetzt schon gefahren bin, nochmal sehr viel aggressiver machen wird. Die BMW-Autos lenken ja oftmals sehr, sehr interessant ein, sehr, sehr spitz auch. Ich würde da gerne mehr dazu sagen, aber noch darf ich ihn nicht fahren, leider. Ich sitze gerade in den optionalen Carbon-Schalensitzen. In der Basis bekommt man die Sportsitze, die es auch im M240i gibt. Die sind eigentlich sehr gut, bis auf die Tatsache, dass sie die gleiche Schwäche haben wie die Sitze, die man auch im M3 Touring und anderen BMW Sportmodellen bekommt. Man kann hier durchgreifen und dadurch den Vordermann ziemlich ärgern. Nicht, dass man allzu oft jemanden dort hinten hat, weil der Platz ist eher so mittelgut. Hier in der Mittelkonsole sieht man diese Carbon-Applikationen. Das Display ist inzwischen auch das, was typisch für BMW geworden ist. Hat damals mit dem i4 angefangen, also dieses Curved Display. Die Knöpfe am Lenkrad sind M1 und M2, wo ich mir die Fahrmodi bzw. die Einstellungen drauf speichern kann, die ich hier schon vorgewählt habe. Also zum Beispiel Motor im aggressivsten Setting und gleichzeitig das Fahrwerk im weichen Setting. Das ist so ein Setting, was ich sehr bevorzuge. 6-Gang-Schaltgetriebe in der Mittelkonsole. Wie schaltet sich das eigentlich? Schon ganz gut ist übrigens auch das Schaltgetriebe aus dem M4. In einem Porsche Cayman oder 911 sind die Wege vielleicht ein bisschen kürzer. Aber es knorpelt zumindest nicht. Und eigentlich müssen wir zufrieden sein, denn so viele Schaltgetriebe bekommt man nicht. Übrigens weiß BMW, dass manche Leute Schaltgetriebe sehr, sehr gerne mögen und deswegen verlangen sie 500 Euro mehr, wenn man selbst schalten möchte. Okay, ich muss an dieser Schlaufe ziehen.
Ja, Sitz fährt weg. Kommt er auch zurück? Ja. Und er zerstört meine Beine? Nein, okay. Sitz ist in meiner Sitzposition. Ist ganz okay eigentlich. Man muss gar nicht beinlos sein, aber vielleicht kopflos. Ja. 1 Zentimeter insgesamt tiefer als der Vorgänger. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass etwas an der Dachkante verloren gegangen ist. Da hat jemand vergessen, die Abdeckung für den Kofferraumboden reinzulegen. Wenn das hier alles normal ist, und das ist ja üblicherweise auch der Fall, dann ist das Kofferraumvolumen so groß, wie diese Einblendung es jetzt zeigt. Wer sich für das M-Drivers Package entscheidet, kann nicht nur optionale Cup-Reifen bekommen, sondern bekommt sogar, wenn er möchte, ein Fahrertraining, um diese rein hinterachsgetriebene Leistung beherrschen zu lernen. Nachdem ich euch das alles jetzt erzählt habe und ihr unbedingt einen haben wollt, kommt die weniger gute Nachricht. Der Basispreis, 72.800 Euro. Das ist deutlich mehr als der Vorgänger, aber BMW sagt, bekommt ja auch mehr. Und das stimmt zumindest ein bisschen. Aber noch bin ich nicht gefahren. Ich denke, er muss noch beweisen, ob er wirklich mehr bietet als der alte M2, der wirklich sehr, sehr gut war. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, abonniert unseren CarWow YouTube-Kanal und klickt irgendwo hier für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal.